Assalamu alaikum, Rabbi Barikum und Merhaba für alle meine muslimischen Freunde und Mitbürger. Es geht heute wieder um eine Folge in meiner Reihe Widersprüche der Bibel. Ich möchte mich heute befassen mit einem sehr gewichtigen Argument muslimischer Wissenschaftler und Bibelkritiker. Das nämlich die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Wir finden sie in Johannes 7, 53 bis 8, Vers 11. Wahrscheinlich gar nicht in den ersten Jahrhunderten vorhanden war. So lesen wir es auch bei modernen Bibelübersetzungen, wie zum Beispiel die Gute Nachricht. Dort lesen wir zum Beispiel in der Fußnote, dass diese Geschichte in den ältesten griechischen Handschriften nicht vorhanden ist und auch in wenigen anderen, sieben anderen Handschriften an anderer Stelle vorkommt, so im Lukas-Evangelium oder am Ende des Johannes-Evangeliums. Auch das Novum Testamentum Graecae von Nestle Aland markiert diese Geschichte mit zwei eckigen Klammern. Was bedeutet das? Nestle Aland hier sagen will, dass diese Geschichte wahrscheinlich erst später eingefügt worden ist. Das ist ein gewichtiger Widerspruch, ein gewichtiges Argument, dass die Bibel vielleicht erst später nachträglich verfälscht worden ist. Nun, ich möchte zwei Antworten geben auf diese sehr schwierige Frage, eine kurze und eine lange. Die kurze für die, die nicht so viel Zeit haben, die längere für die, die sich für Geschichte interessieren. Und die kurze ist, dass wir von Augustinus wissen schon sehr früh, dass er den Grund gibt für dieses Dilemma. Er sagt, dass es einige Kirchenväter und Abschreiber schwachen Glaubens gegeben hat, die diese Geschichte als anstößig empfunden haben. Warum? Weil diese Geschichte berichtet uns ja von den Pharisäern, wie sie eine Frau beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt haben, sie vor Jesus führen, um Jesus eine Falle zu stellen, um ihn zu versuchen und zu sagen, die alten Väter, das Alte Testament hat gefordert, dass wir Ehebrecher steinigen und Ehebrecherinnen. Nun, Jesus sagt ihnen und überführt sie, weil er ist der Herr aller Herren, er ist der Herzenskenner und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Alle Pharisäer gehen beschämt und überführt weg, weil sie alle Sünder sind vor Jesus und die Frau bleibt allein übrig. Jesus fragt sie, hat dich keiner verurteilt? Sie sagt nein und er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Diese Geschichte war für die ersten Kirchenväter laut Augustinus anstößig, weil sie dachten, dass Jesus hier Ehebruch legitimieren würde oder dass Leute diese Geschichte missbrauchen könnten, um Ehebruch zu legitimieren. Und deswegen haben sie diese Geschichte ausgeschlossen aus den ursprünglichen Evangelien. Und doch haben wir noch eine große Fülle, nämlich fast 2000, wo eben diese Geschichte vorkommt. Und wir haben auch andere Zeugnisse, wo ich auf der zweiten Antwort darauf eingehen will, dass wir davon ausgehen können, dass diese Geschichte in den ursprünglichen Abschriften gewesen ist. Nun, das wurde dann auch konsensmäßig festgemacht bei der Kanonisierung der Bibel. Und so haben wir heute in allen Kirchen, sowohl den westlichen als auch den östlichen Kirchen, diese Geschichte erhalten. Gott sei Dank. Nun komme ich jetzt auf die sehr ausführliche Antwort und möchte nochmal für alle Geschichtsinteressierten nochmal kurz eine Aufstellung geben der 280 alten griechischen Manuskripte, wo diese Geschichte fehlt und auch die Kirchenväter, die diese Geschichte nicht erwähnen. Und zweitens möchte ich die fast 2000 Manuskripte zeigen, meistens der westlichen Kirchen und auch leider erst ab dem 5. Jahrhundert, die diese Geschichte enthalten, aber auch der westlichen Kirchenväter, und zwar sehr früh, die auf diese Geschichte hinweisen. Wir werden gleich noch darauf kommen. Hier 20 Manuskripte, die diese Geschichte enthalten, aber mit einem Asterix versehen haben, mit dem Hinweis, dass diese Geschichte wahrscheinlich erst später eingefügt worden ist. Und hier 7 Manuskripte, wo diese Geschichte anders eingeordnet worden ist, nämlich bei dem Lukas-Evangelium oder am Ende des Johannes-Evangeliums. Nun, es gibt tatsächlich einige wenige Bibelhistoriker, aber natürlich alle Muslime,
die sagen, dass aufgrund dieser Tatsachen, die ich gerade genannt habe, dass sie diese Geschichte in den ältesten Manuskripten fehlt, dass sie in manchen Manuskripten anders angeordnet ist oder dass die Kirchenväter darüber geschwiegen haben oder dass sie in den westlichen Manuskripten erst später zu finden ist, dass sie behaupten, diese Geschichte wäre erlogen und später hineingefälscht worden. Tatsächlich aber glauben die meisten Wissenschaftler, so wie Bruce Metzger, dass diese Geschichte historisch ist. Das heißt, eine historische mündliche Überlieferung, also sogenannte Logienquelle, und sie meinen, dass diese Logienquelle, die authentisch ist, später eingefügt worden ist bei der Kanonisierung der Bibel. So gibt es einige Argumente für diese These, nämlich die Papias berichtet von dieser Geschichte sehr authentisch aus dem ersten Drittel des zweiten Jahrhunderts. Allerdings zitiert er nicht Johannes, sondern das Hebräer-Evangelium. Dann sagt Brown, dass es sehr starke johannäische Stilmittel gibt in dieser Geschichte. Und auch die Didaskalia Apostolorum, das heißt eine frühchristliche Gemeindeordnung 280 nach Christus, zitiert diese Geschichte. Nun aber Augustinus und viele andere Kirchenhistoriker gehen noch weiter, sagen, nein, diese Geschichte ist nicht nur historisch, sie war von Anfang an in den Evangelien drin. Was war das Problem? Es gab einen theologischen Streit, nämlich über die Frage, kann Gott Ehebruch vergeben oder nicht? Und da gab es geteilte Meinungen. So die östlichen Kirchenväter, wie zum Beispiel Tertullian, haben ganz klar gelehrt, dass Gott jede Sünde vergeben kann, außer den Todsünden. Das war inklusive der Ehebruch. Nun aber, aufgrund dieses Kirchenstreits, so sagt uns Augustinus, haben die östlichen Kirchenväter diese Geschichte herausgenommen, was Augustinus sehr scharf kritisiert. Aber Gott sei Dank haben wir auch andere Quellen. So sagt zum Beispiel Hieronymus, dass es viele Manuskripte, sowohl griechische als auch lateinische, gab, in der diese Geschichte enthalten war. Und auch, und das ist die jüngste Forschung, die wir haben, 1941 wurden viele Manuskripte von Didymus dem Blinden gefunden, jemand, der einen sehr, sehr frühen Kirchenvater, der davon berichtet, dass er griechische Manuskripte kennt, wo diese Geschichte enthalten war. Und auch der Codex Vaticanus, wo diese Geschichte zwar fehlt, wurde aber mit einem Umlaut versehen und was so viel heißt, waren andere griechische Manuskripte bekannt, wo diese Geschichte wo es eine andere Version und diese Geschichte gegeben hat. Nun, wir sehen, wir haben es hier mit einem komplexen historischen Kirchenstreit zu tun, wo tatsächlich, so sagt Augustinus, schwachgläubige Christen diese Geschichte herausgeschnitten haben aus dem ursprünglichen Johannesevangelium. Aber dadurch, dass dieses Evangelium, was die ganze damalige Welt erobert hat, in so vielen Hunderten und Tausenden Kopien, wir haben allein heute im Novum Testamentum Graecum 5000 Kopien, ist die Mehrzahl der Manuskripte versehen mit dieser Geschichte. Eine Geschichte, die eine wunderbare Botschaft hat, nämlich Jesu Umgang mit Sünde. Jesus hat die Sünder nicht verurteilt. Er hat die Sünder nicht dazu verurteilt, Verfluchte zu sein oder Unvergebene. Jesus Christus, er suchte die Sünder und brachte ihnen die beste Botschaft, dass Gott ihnen vergeben hat. Was nicht dazu geführt hat, dass Jesus die Botschaft gegeben hat, ihr könnt nun lustig weiter sündigen, sondern er sagte zu dieser Frau, geh hin und sündige nicht mehr. Hier ist eine gewaltige Botschaft. Was ist die Kraft, um heilig zu leben? Was ist die Kraft, um Sünde zu überwinden? Es ist die Liebe,
und die Kraft der Vergebung, die in Jesus Christus ist. Nicht die Angst vor der Hölle, nicht die Angst vor der Strafe, sondern die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Kraft seines Heiligen Geistes, die er auf uns ausgegossen hat, führt uns zu einem heiligen Leben, in dem wir immer stärker werden in der Nachfolge von ihm. Nicht, dass wir sagen könnten, uns rühmen könnten, wir sind so heilige Menschen, sondern wo wir in Dankbarkeit und Demut sagen können, Jesus hat uns zu heiligen Menschen gemacht durch seine Gnade. Diese Liebe unseres Herrn Jesus Christus und seine Vergebung wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Seien Sie gesegnet mit dem Frieden Gottes. Salam aleikum.